Hallo Welt, da sind wir wieder und wir räumen weiter auf. Weiter aufräumen. Wir haben hier irgendwo noch einen Spind. Wir sind hier in der Kajüte des Captains von der Glut. Unserem Schiff, die Glut. Und jetzt gucken wir uns mal an, wie viel denn hier reinpasst. Ach, 40 nur, das ist ja auch nichts. Wir haben doch irgendwie so viele Kisten hier. Wie viel passt denn hier rein? 10 nur? Ja, wenn wir das jetzt überall hier verteilen, das ist ja nichts. Und dann ändern wir die Farbe irgendwann mal. Hier auch. Wir hatten hier Sachen reingelegt, schon mal so, um zu gucken. Und das wurde alles in den großen Lagerbehälter geschubst. 10 passt da auch nur rein außerdem. Da ist auch nichts drin. Aber wenn überall nur so wenig reinpasst, dann stopfen wir doch alles hier in den großen Lagerbehälter. Also das dauert ja jetzt ewig, bis wir das verteilt haben. Was mich stört, ist eben, dass wir, ja, dann müsste man vielleicht so eine Sperre haben oder vorher, dass bevor man anfängt, daran zu modellieren, müsste gesagt werden, hier, denkt daran, wenn ihr was ändert, dann wird euer ganzes Inventar umgeladen, wird alles in den Frachtraum gestopft. Das ist doof, wieso ist das so? Ja, nun, wird alles neu berechnet. Es ist gut, dass das überhaupt da ist. Komisch, das Baguette ist noch da. Ja, das haben wir nachher reingepackt. Aber mich würde ja interessieren, passt hier auch nur 10 rein? Ach, das wird nachher auch so sein. Ich fürchte fast, das wird nachher auch so sein. Wir werden, wenn wir eine Basis haben, werden wir auch immer diese kleinen Kisten erst nur bauen können. Und da passen dann auch immer nur 10 rein. Ah. Oder noch schlimmer, wir können nur so ein Lager bauen, in das gar nichts reinpasst. So wie unten das Ding. Also eine Endloskiste, so ein Lager wie bei der Constellation, wie wir es da haben. Das kriegen wir dann wohl eher nicht. Und das Schiff kann jetzt 600 tragen. Das ist auch nicht so viel, oder? Wie viel tragen wir denn zurzeit? Ja, doch, es geht. Das würde uns schon mal helfen. Doch, doch. 600, ja. Dann machen wir es so. Wir packen doch alles in den Frachtcontainer. Wenn wir können überhaupt. Es kann ja auch sein, dass die sagen, Frachtcontainer ist nur für Fracht, die man aus dem Weltall holt. Aber das glaube ich nicht. Nee, wir haben ja auch andere Sachen da schon reingepackt. Sonst werden wir ja gar nicht fertig hier. Und ja, wie gesagt, ich würde die Sortierung ja machen so und mir das sinnvoll irgendwo hinstecken, aber bei 10... Ja gut, für Camps reicht vielleicht 10 aus. Da kriegt man ordentlich was rein oder für Lebensmittel. Aber bei den ganzen anderen Sachen bin ich jetzt nicht so sicher. Ach so. So, packen wir mal hier jetzt alles rein, was wir nicht brauchen. Nochmal, Anzüge haben wir keine, aber ganz viel Kleidung haben wir. Rucksäcke, Helme, nein, aber Kleidung ja. Ach, schade. Oh Mann, da geht's schon los. Warum ist jetzt im Lager? Moment. Wo ist denn jetzt das Lager? Erste Glut hier. Space Trucker, das ist unser. Und das war auch unser. Hm. Kleidung. Ach so, das ist nicht unsere Kleidung. Kleidung. Space Trucker behalten wir. Chemikalien behalten wir. Shanks. So, Lederkleidung. Neo City, Siedler, Cyberware, Sanitäter. Ja, das können wir ja mal brauchen wir auch nicht unterwegs. So. Ja, den Chemikalien und die Labor und den Unterzieher. Ja, die brauchen wir wohl. Ja, den Unterzieher brauchen wir eigentlich auch nicht draußen. Was wiegt das Ding? Ach, fast 1 Pfund. Ah, das brauchen wir auch nicht. So.
Laborkleidung. Eigentlich brauchen wir den Chemikalienanzug ja auch nicht. Thermal 15, luftbasiert 15, korrosiv 15, Strahlung 10 nur. Ich weiß nicht, ob der so viel bringt. Wir haben ja unseren Raumanzug eigentlich. Der kann ja schon mehr. Also eigentlich brauchen wir, können wir uns die 1,30 hier auch sparen. Wir haben den noch nie gebraucht. Wenn wir ihn brauchen, holen wir ihn uns, okay? Das hier schon eher, weil ich denke, plus 5% Chance auf zufällige Forschungsergebnisse. Ja, aber das ist... Nein, das brauchen wir nämlich auch nicht, weil das ist jetzt bezogen, jetzt verstehe ich das erstmal, das ist auf das Forschungslabor bezogen. Also wenn wir ans Forschungslabor gehen, dann brauchen wir diesen Anzug. Ich habe den immer angezogen zum Plündern, wenn wir da in Laboren sind oder so, weil ich dachte, da finden wir dann Forschungsergebnisse. Ich habe mich gewundert, dass wir nie Forschungsergebnisse finden, noch nie gefunden haben. Das ist das. Also können wir den auch da lassen. Ja, prima. Dann nehmen wir nur unsere Tracker Space Outfit, unsere Helme, zwei Helme, ja, nochmal. Eigentlich brauchen wir doch den Hacker-Helm auch nicht unbedingt. Ach, naja, 260. Und ist Korrosivschutz drauf, was auch immer das bedeutet. Ich habe keine Ahnung. Okay, Munition vernachlässigen wir jetzt mal, aber bei der Hilfe her, da können wir ein bisschen was hier lassen. Mal sehen. Altbewährte Medikamente, die zur Behandlung von Leiden benutzt werden. Heilt Infektionen. Ja, sowas können wir ja mal dabei haben. Und das hier vereint die Effekte von Antibiotika und Injektoren zur Behandlung von Leiden. Heilt Gehirnverletzungen, Gehirnerschütterungen, Hitzschlag, Leistenbrüche, Unterkühlung, Infektion, Lungenschäden, Vergiftung und Strahlenkrankheit. Ja, dann brauchen wir das Antibiotika da nicht mehr. Antibiotischer Cocktail, eine Mischung mehrerer Antibiotika zur Behandlung von Leiden. Ja, das werden wir auch nicht brauchen. Können wir das nicht ein bisschen beschleunigen mal? Oh ne, die wollte ich eigentlich behalten. Ja, Sache ist die, wir wissen ja eh nicht, was da draußen auf uns zukommt. Und da können wir uns auch schlecht vorbereiten auf irgendetwas. Cappuccino, ja, müssen wir auch nicht immer mit uns rumtragen. Ja, schmeißen wir jetzt auch mal da rein. Traumapack, was kann das? Ein experimentelles Traumapack mit starken allgemeinen Anästhetika und erschöpfungsreduzierenden Arzneimitteln regeneriert 5 Sekunden lang pro Sekunde 7 Gesundheit. Verbände. Notizen. Deimos-Analysedaten. Dringende Aufgabe. Gabby's Bitte. Geheime Außenposten. Leitfaden für Chunks Personal. Letzter Wille und Testament. Moby Dick. Okay. Ressourcen. Ja, ich glaube, da kann jetzt auch alles rein. Ich glaube nicht, dass wir da irgendetwas bei uns tragen müssen. Uff, Dreierstapel-Tablette. Oh,
Dietrich, ja? Ja, wir sollten nicht so viele mitnehmen, weil wir sonst wieder so verschwenderisch sind damit. Oh ja, wir haben so viele und wir probieren jetzt mal aus und dann sind sie alle weg. So geht's ja nicht. Hanteln. Sicherlich aus irgendeinem Raumschiff mitgenommen. Eine leere Chance-Verpackung, ja klar. Ich frage mich so, wie das ist, wenn man das jetzt wirklich am Wochenende mal so ein, zwei Stunden spielt. Da hat man ja, da denkt man ja, es gibt unendlich viele Sachen. Man merkt ja nicht, wie sich das dann doch dann irgendwann mal natürlich wiederholt. Aber ist sowieso die Frage, warum so viele Sachen. Okay, 50. Ich glaube, so können wir los. Wie viel Platz war hier noch drin? Oh, genug. Okay. Du hast was für mich? Cydonia ist eine Industriestadt. Die Leute sind etwas direkt. Du hast was für mich, sagtest du? Yep, bitte sehr. Schmierstoff. Oh ja, wunderbar. Bis nachher. Hättest du mir das nicht oben geben können? Moment mal, wir haben doch hier eigentlich immer... So ein Kasten, so ein Erste Hilfe. Oh. Captain, freut mich, Sie zu sehen. Wie kann ich Ihnen dienen, Captain? Objekttauschprotokolle aktiviert. Schmierstoff. Ausgefallene organische Ressource. Dieser Gegenstand kann als Komponente für die Herstellung verwendet werden. Ja, habe ich Schmierstoff für dich. Cool. Schick. Lassen Sie es mich wissen, wenn ich behilflich sein kann. Ja, warst du schon. Danke. Wo kommen wir hier gleich noch raus? Wir haben noch die Tür schon mal gefunden. Oh, wo wir rausgehen, ist mir relativ egal. Hauptsache raus. Wir können auch hier rüberspringen. Nee, können wir nicht. Ist nicht mehr der Mars. Wir können nicht so hoch springen. Da war das Paket. Da war der Eingang zum Red Mile. Und dann war der Ausgang hier drüben irgendwo, oder? Nee, Red Mile Eingang ist... Sieh dich, bevor ich dir eine Kugel verpasse. Red Mile Eingang ist hier sogar.
Ach, wie gemütlich hier. Kalt wird's hier sein. Okay, ich sehe schon. Ja. Ah, da geht's raus. Oh nein, sag bloß, die haben das hier auf so einen Berg mitten in den See oder sowas gebaut. Ja, hier gibt's sogar Bäume. Ah, und hier geht's runter, okay. Angeblich ist es fast unmöglich, den Red Mile Run zu laufen. Bitte sag mir nicht, dass du ernsthaft überlegst, es zu versuchen. Ja, sicher. Na, vielleicht sollten wir erstmal zugucken dabei. Naja, auf dem Rückweg. Hühnchen. Sei lieber gründlich. Abgemacht, Mami. Und hier gibt's interessante Tiere. Dafür zahlst du. Erledigt. Die können nichts. Red Mile Mauler? Und das hier ist? Ich bin gerade erst warm geworden. Ein Blattkäfer, okay. Was haben die so Schönes drin? Analgetikumdrüse, ja, das ist aber doch. Eigentlich ist das doch praktisch sowas, oder? Wo ist das Klauzeug? Chlor. Giftgas. Mit Musik hier. Dann wohnt hier doch bestimmt einer. Was ist denn das? Was ist das denn? Erstmal weg hier. Ach, das blöde Ding.
Boah, wie viele! Explodiert der Planet hier immer, wenn wir da länger an einer Stelle stehen bleiben, oder was ist das? Klar. Aber ich frage mich, ich habe jetzt echt nicht gesehen, was uns da beschossen hat oder ob der Planet irgendwie explodiert ist. Es hat einfach nur geruckelt, leider. Ja, da kann man nichts machen. Aber wir brauchen Chlor. Wir haben ein bisschen Chlor eingesammelt. Ich konnte, aber ich kam nicht mehr dazu zu gucken, wie viel das war. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall bedanke ich mich für euer Zusehen, für eure Kommentare und für eure Likes. In dieser Folge sind wir Geht schon wieder los. Was ist das denn? Was zum Verschwunden? Los geht's! Ja, in dieser Folge haben wir angefangen, den Planeten etwas zu erkunden. Den Planeten Porima 3. Hier gibt es doch sehr viel Chlor. Und genau danach suchen wir. Daumen hoch für euch, macht es gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.